Müdigkeit ist auch der Schmerz der Leber. Und weil HPUler so oft müde und erschöpft sind, wollen und müssen wir uns die Leber mal ganz genau anschauen. Und in diesem Video erkläre ich dir auch, was du für deine Leber tun kannst, damit du sie bestmöglich unterstützt. Warum haben HPUler denn eigentlich ein Problem mit Entgiftung? Das ist ganz einfach erklärt und auch sehr, sehr schnell verständlich. Wir haben verschiedene Entgiftungsphasen. Das ist einmal die Entgiftungsphase 1, die macht Giftstoffe löslich und dabei entstehen manchmal Stoffe, die sogar noch ein bisschen giftiger sind als die Ursprungsstoffe. Dann haben wir die Entgiftungsphase 2, die schnappt sich diese schon ziemlich giftigen Stoffe aus der Phase 1, koppelt die an verschiedene andere Stoffe und dann werden diese gekoppelten Giftstoffe in der Phase 3 ausgeschieden. Ja, und bei der HPU, da sind tatsächlich alle drei Entgiftungsphasen geschwächt. In der Entgiftungsphase 1 haben wir viele Enzyme, die Häm in ihrem Kern haben. Und dieses Molekül Häm, das können wir ja mit der HPU teilweise nicht richtig aufbauen. Das heißt, hier entsteht schon mal die erste Schwachstelle bei HPUlern. Wir haben oft nicht genug Enzyme in der Entgiftungsphase 1, die ihren Job dort richtig machen können. Jetzt kommt Entgiftungsphase 2. Da brauchen wir vor allem Kopplungspartner, zum Beispiel das Molekül Glutathion oder auch Taurin. Um beide Stoffe herstellen zu können, braucht der Körper Vitamin B6. Und dieses Vitamin B6, das scheiden wir HPUler ja in größerer Menge mit unserem falsch gebauten Häm aus. Also haben wir auch hier oft einfach zu wenige Kopplungspartner, um diese Giftstoffe aus Phase 1 richtig koppeln und binden zu können, um sie dann in der Phase 3 ausscheiden zu können. Unser Hauptausscheidungsweg ist der Weg über den Darm. Ja, und hier kennst du vielleicht aus eigener Erfahrung, liegt bei HPUlern auch oft eine sehr, sehr große Schwachstelle. Denn HPUler haben ganz, ganz häufig einen Leaky Gut, den sogenannten durchlässigen Darm. Das ist schon mal ein Grundzustand, in dem einfach viele Giftstoffe aus dem Darminneren in den Körper gelangen können, die eigentlich ja dort gar nicht hingehören. Das heißt, die Leber hat von Grund auf schon mal sehr viel mehr zu tun. Dann funktioniert die Ausscheidung einfach oft nicht richtig. Viele HPUler haben entweder vermehrt Durchfälle oder auch Verstopfung. Das ist kein guter Zustand, um Giftstoffe dauerhaft loszuwerden. Häufig haben HPUler dann auch noch mit Fehlbesiedlungen im Darm zu kämpfen. Stichworte sind hier zum Beispiel eine SIBO, eine Dünndarmfehlbesiedlung. Und diese Fehlbesiedlungen können aber auch im Dickdarm stattfinden. Also oft ist das Mikrobiom bei HPUlern einfach durch diesen unguten Zustand der Darmschleimhaut und Mikronährstoffmängel und schlechte Verdauung komplett aus dem Ruder gelaufen. Und in so einem Zustand kann man einfach Giftstoffe nicht gut loswerden. Und diese Bakterien und auch andere Mikroben, die sich da im Darm angesiedelt haben, die produzieren selber dann wieder giftige Stoffe, die wir mit unserem Stoffwechsel entgiften müssen. Hier haben wir also eine doppelte Belastung bei sehr, sehr vielen HPUlern. Zum Glück gibt es sehr, sehr schöne und auch vielfältige Möglichkeiten, wie du hier deine Leber richtig gut unterstützen kannst. Das fängt zum Beispiel natürlich an mit der HPU-Therapie. Also es fehlt an B6 und an Zink und an vielen anderen Mikronährstoffen. Also mach eine Laboranalytik, schau, wo liegen bei mir genau die Mikronährstoffdefizite und gleiche die aus. Denn dann produzierst du wieder weniger vom falsch gebauten Häm, was ja das Grundproblem ist bei der HPU. Dann können sich wieder mehr und besser arbeitende Enzyme in der Entgiftungsphase 1 bilden und du kannst auch wieder mehr Kopplungspartner für die Entgiftungsphase 2 bilden, zum Beispiel Taurin oder Glutathion. Jetzt sagst du vielleicht, das kann ich ja auch beides einnehmen. Ja, natürlich. Du kannst deine Entgiftung natürlich auch mit Nahrungsergänzungsmitteln unterstützen und mit Taurin zum Beispiel beginnen wir ja auch die HPU-Therapie. Das ist ein sehr schöner, sanfter Einstieg in die HPU-Therapie. Aber
Bitte übertreib es nicht. Ich sehe immer wieder HPUler, die sagen, oh, Glutathion ist die Hauptentgiftungssubstanz. Na, dann lasse ich mir doch gleich mal eine Glutathion-Infusion legen. Und das kann ja gar nicht schlecht sein, wenn da richtig viel davon in den Körper kommt. Doch, das kann auch negative Auswirkungen haben. Wir brauchen nämlich von keinem Stoff im Körper zu viel. Wir brauchen auch nicht zu wenig, aber eben auch nicht zu viel. Und natürlich ist Glutathion erstmal ein guter Stoff, der ganz, ganz wichtige Aufgaben in unserem Körper erfüllt. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel in ganz hohen Dosierungen da reingehen mit einer Infusion, dann kann es sein, dass unser Homozysteinspiegel durch die Decke geht. Das passiert durch bestimmte Rückkopplungsmechanismen im Körper. Und behalte das bitte immer im Hinterkopf. In der HPU-Therapie gilt niemals, viel hilft viel. Ja, wir müssen verstehen, was braucht unser Stoffwechsel, zu welchem Zeitpunkt und auch in welcher Menge. Und da ist es ganz wichtig, dass wir immer wieder die richtigen Laborwerte einholen, gerne auch mit Nahrungsergänzung teilweise unterstützen und dann aber immer wieder nachjustieren. Wir müssen immer wieder schauen, passt das jetzt, was ich da einnehme? Die Lösungen einfach ganz, ganz viel von einem Stoff in den Stoffwechsel zu geben, kann den Stoffwechsel sehr viel mehr durcheinander bringen, als dass es dir am Ende hilft. Natürlich ist es auch absolut essentiell und notwendig, dass du so wenig wie möglich Toxine überhaupt aufnimmst. Und da kann es sich sehr lohnen, mal das komplette Leben unter die Lupe zu nehmen. Wir haben nämlich überall in unserem täglichen Leben jede Menge Giftstoffe, die da quasi so auf uns einprasseln. Die haben wir in der Küche, wenn wir zum Beispiel etwas aus einer Dose essen, dann sind da oft Weichmacher in diesen Beschichtungen der Doseninnenseite. Die wirken in unserem Körper wie Hormone. Das heißt, in kleinsten Mengen können sie schon unseren Stoffwechsel durcheinander bringen. Aber nicht nur das, auch zum Beispiel Spülmaschinentabs können sehr, sehr giftig sein. Waschmittelsubstanzen, Weichspüler, Duftstoffe, all das ist in unserem täglichen Leben eigentlich vorhanden, wenn wir nicht besonderen Wert drauf legen. Putzmittel, Duschgel, Shampoo, die ganze dekorative Kosmetik steckt voller Giftstoffe. Schnapp dir mal eine App, zum Beispiel CodeCheck oder ToxFox, und geh mal durch deinen gesamten Haushalt und scanne jeden Artikel. Das geht ganz einfach. Du musst nur mit dem Handy den Barcode deines Produkts scannen und da kriegst du schon eine schöne Idee davon, wie viele Giftstoffe dieses Produkt mit in dein Leben bringt. Das kann sich wirklich lohnen, hier mal den ganzen Haushalt auf den Kopf zu stellen und ja, einfach dann auch nach Ersatzprodukten zu schauen. Tausch dich dazu gerne mit anderen HPUlern in der Facebook-Gruppe aus oder schau mal im NU-Shop, da haben wir ein ganz, ganz tolles kleines Webinar gemacht, wie du deinen Haushalt auf giftfrei umstellen kannst. Das lohnt sich auf jeden Fall, denn eins ist natürlich klar, je weniger Giftstoffe auf deine Leber einprasseln, desto weniger Arbeit hat die. Und behalte im Hinterkopf, die Leber ist dafür gemacht, deine eigenen Metabolite, die dein Stoffwechsel bildet, zu entgiften und abzubauen. Das ist eigentlich ihr Job. Die Leber wurde vor Tausenden von Jahren, als sie evolutionär entstanden ist, nicht dafür gemacht, Giftstoffe aus der Umwelt abzubauen. Denn damals gab es davon noch sehr, sehr wenige im Vergleich zu heute. Eine weitere wichtige Maßnahme ist, dass dein Darm gesund ist und in Ordnung ist, dass da kein Leaky Gut vorhanden ist, keine Dysbiosen. Das ist sehr, sehr wichtig, damit nicht ständig Giftstoffe von dort in dein ganzes System gelangen. Ja, wie das funktioniert, das zeige ich dir sehr, sehr gerne im HPU-Startprogramm. Oder einer der HPU-NU-Coaches ist dir dabei auch sehr gerne behilflich. Das kann ich nicht in einem 2-3-Minuten-Video auf YouTube erklären, denn da muss man erstmal eine gute Diagnostik machen und schauen, was ist denn in deinem Darm los und dann ganz speziell auf deine Situation angepasst einen Plan zusammenstellen, wie dein Darm wieder in Ordnung kommt. Natürlich hast du auch die Möglichkeit, deine Leber mit einem Nahrungsergänzungsmittel zu unterstützen. Und hier empfehle ich gerne das NU Liver Bile aus dem NU Shop. Das ist nämlich ein schönes Mittel mit Pflanzenextrakten aus
Löwenzahnwurzel, Artischocke und Mariendistel. Und das sind die drei Stoffe, die deine Leber und Galle bestmöglich unterstützen. Die Galle ist nämlich auch sehr, sehr an der Entgiftung beteiligt. Das wissen viele gar nicht, dass Galle und Leber Partner sind, die zusammenspielen. Genau, und wenn man beide einfach gemeinsam unterstützt, dass die wieder ein gutes Team bilden können, dann kann sich die Leber auch erholen, gemeinsam mit den anderen Maßnahmen natürlich, und ja, einfach wieder zurück in eine bessere Entgiftungskapazität finden.